bin nicht nur Gärtner und Profibäcker, ich bin auch ein kleiner Handwerker. Wir können zum Glück nicht in dieses zweifelnde Gesichtsausdruck hinter der Kamera. Du könntest auch noch meinen zweiten und dritten Vornamen sagen. Marie und Bernadette. Bernadette? Wie die aus Big Bang Theory. Ja, oder halt die von Lourdes, ne? Ach ja, klar, natürlich. An die habe ich auch als erstes gedacht. Oh, scheiße. Guck mal, wie ich das hier geheim beackert habe. Ich bin stolz. Komm mal her. Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute wieder mit einem Gast. Die liebe Luisa hat mit mir zusammen Theologie studiert. Und wir werden heute Montagsmaler spielen und damit hoffentlich Fragen zum Theologiestudium beantworten. So sieht's aus. Muss ja niemand wissen, dass wir eigentlich gar keinen Plan haben. Weil du hast ja gewechselt und ich habe ja zumindest mein Zweifach weggelassen. Und ja, das ist einfach, das weiß ich, warum ich das gemacht habe. Okay, dann let's go. Weil du dich verliebt hast. In die Theologie. In die Bücher? In die Arbeitspapiere. In die Recherche! Ins Theologiestudium. Ins Studieren? An sich? Ins Studieren? Ja, das kann man vergessen lassen. In die Kombination aus Studium und Menschen der Kirche? Menschen in der Kirche? Menschen ja, im weitesten Sinne kann man das gelten lassen. Warum wolltest du denn Theologie studieren, Promora? Nee, also warum hast du dich umentschieden? Nachher finden es alle Leute komisch, wenn du mich als deine Freundin vorstellst und dich dann die ganze Zeit Frau Maurer nennen. Scheiße, das hätte ich auch mal erklären sollen. Ja, warum nenne ich sie Frau Maurer? Weil so viele lustige... Kann ich das im Internet sagen? Eigentlich kann ich das gar nicht sagen. Weil es so viele lustige Geschichten aus verschiedenen Religionskursen gibt, wo die Luisa als die Frau Maurer unterrichtet. Und da ja immer die Geschichten erzählt und die Schüler in den Geschichten sprechen sie immer mit Frau Maurer an. Und deswegen habe ich mir das irgendwie so angewöhnt, weil ich das witzig finde. Als wir uns schon mehrere Jahre kannten, hat ihr Vater mich tatsächlich mal nach meinem Vornamen gefragt. So, Frau Maurer präsentiert. Es war tatsächlich eine Kombination, die mich begeistert hat, von meinem Lehramtsstudium zu wechseln. Ich habe ja vorher Religion und Mathe auf Lehramt studiert. Und weil mich das Studium in Religion, in der Theologie so begeistert hat, habe ich mich entschieden, darauf zu switchen und im Vollstudium Theologie zu studieren. Und das Zweite, dieses Bild. Ich war ja schon ehrenamtlich bei der Kirche tätig in der Pastoral und es hat mir super viel Spaß gemacht, mit den ganzen Menschen da zusammenzuarbeiten und ja, in der Kirche zu arbeiten. Für die soziale Antwort. Sag jetzt wieder was Unsoziales. Ich mag es jetzt irgendwie. Du mochtest zu fragen. Ah ja, hätte ja auch einfach deins nehmen können. Und die Kirche. Fragen über die Menschen und die Kirche und den Glauben. Ja. Ich mochte es, Fragen zu stellen an die Kirche und den Glauben. Was soll das eigentlich sein? Ein Buch. Aber es ist so viereckig. Ja, Bücher sind in der Regel viereckig. Nein, die sind in der Regel rechteckig. Ein Rechteck ist ein Viereck. Ja, aber warum ist es so quadratisch? Das ist nicht quadratisch. Voll. Ja, aber nicht. Nachdenken ist nicht so meine Stärke, weißt du? Ich lasse das unkommentiert. Lux. Ins Haus. Boden. Jetzt erkennt man es schon. Bodenkreuz. Grundlagen. Der Bibel. Exegese? Nein! Grundlegende Sprachen? Nee, Sprachen machst du nicht so. Hat sie nicht gesagt. Grund ist grundrichtig.
Nein. Nein, aber die Idee ist schon mal nicht schlecht. Worauf ist ein Haus gebaut? Boden. Fundamentaltheologie! Ja! Ey, weißt du, was saudumm ist? Du hast doch da sogar deine Abschlussarbeit geschrieben. Okay, und los. Die Menschen, die dabei waren, sind langweilig. Und die Blumen im Theologiegarten? Nein. Da ist eine Blume. Nein! Das ist keine Blume? Also das erste sind Menschen, oder? Ja. Mit den Menschen zu reden, denen Fragen zu stellen, deren Gedanken zu hören. Über Glaube, Liebe, Hoffnung zu reden? Ja, im weitesten Sinne. Okay, erklär mal. Also, diese drei Menschen, diese Gruppe steht dafür, die Menschen, die mit mir da waren, die das zu was Besonderem gemacht haben. Oh, jetzt krieg ich wie ein Arschloch, wenn ich das nicht auch mache. Ich habe ja nicht gesagt, dass du einer von den drei bist. Das steht für Vielfalt. Das Theologiestudium ist schon bunt und vielfältig, weil es so viele verschiedene Fächer gibt. Das hier ist eine Familie, Vater, Mutter, Kind, weil das Studieren in der theologischen Fakultät schon immer sehr familiär war. Und das steht so, dass man, ja okay, man muss ein bisschen kreativ sein, um das zu raten, im Grunde über die Fragen von Glaube und Hoffnung und von all dem, was im Leben so wichtig ist, nachdenkt. Oh, deine Antwort ist voll gut. Ja, musst du jetzt mal toppen. Ich kann jetzt Sekt trinken. Bücher. Glaube. Liebe. Menschen. Ein Bücherregal. Du warst sehr gerne in der Lippe. Ja, weil? Weil man da Leute getroffen hat. Man sich da gut verlieben konnte. Okay, vergiss die Symbole da drauf. Du magst nicht nur drei, sondern vier Bücher. Du magst Computer. Ja. Und vier Bücher. Und eine Scheibe Toastbrot. Was ist das, Luisa? Ein Handy. Du magst vier Bücher, ein Handy und einen Computer. Und das ergibt? Ein Blatt. Deine Magisterarbeit. Ja, nicht die konkret, aber ja. Schreiben. Aus ganz viel Arbeit. Ja, aus ganz viel Recherche schreibt man eine Arbeit. Ah, okay. Und ich wollte hiermit sagen, dass man verschiedene Bücher hat, aber es war sehr irreführend. Das war ehrlich gesagt besser, aber gut. Jetzt haben wir Lieblingsfächer gehabt und du hast ja auch gesagt, die Vielfalt der verschiedenen Fächer. Deswegen erzähl doch mal, was sind die fünf Fachbereiche des Theologiestudiums? Also das erste Fach ist die Bibel, Exegese. Ja. Das zweite Fach ist historische Theologie, also was ist alles so in der Geschichte passiert. Das dritte Fach ist systematische Theologie, vielleicht ein bisschen schwierig zu erklären. Also man geht eigentlich systematisch vor, verschiedene theologische Zusammenhänge sich zu erschließen. Das kann zum Beispiel Fundamentaltheologie sein, aber auch Philosophie oder sowas. Ja, da geht es halt auch vor allem viel darum, dass man nicht nur selber sich seine Gedanken macht, sondern halt auch die Gedanken anderer Leute sich anguckt. Mhm, genau. Dann gibt es praktische Theologie, das ist so, wo die Theologie ihre Anwendung findet, also zum Beispiel Religionspädagogik oder Sakramentenkatechese. Also wie unterrichtet man Theologie an der Schule oder wie bereitet man auf die Firmung, die Taufe oder andere Sakramente vor? Und was haben wir jetzt noch vergessen? Das fünfte hast du gerade schon gesagt, bei der Systematik in Philosophie. Echt? Ja, aber ja, das wird irgendwie manchmal zur Systematik dazugezählt, aber wir haben ja nicht nur
Philosophieunterricht bei Theologen gehabt, sondern auch bei normalen Philosophieprofessoren an der Uni. In Italien ist es sogar so, in Rom, dass man zuerst Philosophie studiert und dann Theologie draufsetzt, wenn man Theologie studieren möchte. Und go! Du magst die Kirche nicht. Nein! Kirchenrecht. Nein, aber so ähnlich. Ein Buch und eine Blume, die auf das Kirchenrecht zeigen. Bibel. Ein Mensch, der nachdenkt über die Bibel. Und Kirchenrecht. Ein Schlüssel und ein Vogel, der singt. Ein Haus mit dem Kreuz. Ich bin nicht mehr. Komma, stumm, ich sag die Lösung. Ah, du hast auch nur noch 18 Sekunden. Nee, ich will gerne hören, wie das Handy klingelt. Smiley. Ja, das war's. Dogmatik. Aber warum meinst du denn bei Dogmatik einen Paragraphen? Wie soll ich denn das Kirchenrecht? Ja, weil daraus das Kirchenrecht kommt. Ja, genau. Ja, weil wie sollst du denn Dogmatik malen? Aus der Bibel macht sich ein Mensch Gedanken. Das ist die Dogmatik. Und daraus kommt das Kirchenrecht. Und was ist der Ding, der Vogel, der seinen Schnabel so hochhält? Beim Montagsmaler benutzen? Ist noch einfach, weil ich weiß es nicht. Diese Pastoralenzykliken, aber das ist doch Pastoraltheologie. Hä? Meinst du die nicht? 1789 Französische Revolution. Nee. Es sind random Zahlen. Ach so! Mein Gott, ich denke, es ist hier ein Geschichtstest. Kirchengeschichte. Ja! Ein. Kirche plus Geschichte. Die Kirchengeschichte nicht? Ja, zumindest die neuere Geschichte nicht so gerne. Ich mochte so Christentum und Antike fand ich immer super, so zur Zeit von Konstantin und so. Und wo auch noch nicht alles so klar war und man konnte noch so ein bisschen Fantasie. Aber oh, die neuere Kirchengeschichte fand ich immer relativ langweilig. Ich habe meine Abschlussarbeit in Kirchengeschichte geschrieben. Die alte Geschichte ist immer schon sowas, wo noch Platz für Fantasie ist und man stellt sich vor, wie war das bei den alten Römern? Ich gucke auch gerne historische Serien, die schon so aus uralter Geschichte erzählen und ach, die neuere Geschichte, die noch nicht so lange her ist, da hat man vielleicht eh schon was drüber gehört und es ist noch nicht so, ja, weiß ich nicht. Ich gucke lieber Dokus, wo man schon viel drüber weiß. Dass du heilig bist, dass alles verboten ist. Ja, das ist ein Verbotsschild, erkenne ich. Ja, kann ich nicht ausmalen. Kannst du aber gerne, wir haben Zeit, ja. Dass Bäume verboten sind, dass Alkohol verboten ja. ist. Was? Ja, ich war tatsächlich mal mit Freunden irgendwo was trinken und habe mir, ich weiß gar nicht mehr, ein Bier oder ein Cocktail bestellt. Und dann hat mich tatsächlich jemand gefragt, aber du studierst doch Theologie, da darf man bestimmt keinen Alkohol trinken. Ja, ich habe sehr laut gelacht. Glaubensgespräche, Glaubenskommunikation? Ja, Glaubenskommunikation. Gut, okay. Jetzt arbeiten wir ja beide, das ist ja eine sehr naheliegende Antwort, ja. Aber eine sehr gute. Und ich finde halt, das kommt total zu kurz und egal, ob man jetzt, wie ich fürs Radio oder für Katholik oder so arbeitet, generell den Glauben an den Mann und an die Frau zu bringen, ist ja überall in der Pastoral eigentlich unsere Aufgabe oder die Aufgabe von Theologen. Und wie man es gut verpackt, das lernen wir überhaupt nicht.
Ich habe mal ein Seminar gemacht bei einer Grafikdesignerin und die hat gesagt, es ist voll verrückt, wenn euch eure Botschaft irgendwas bedeutet, warum verpackt ihr sie dann so scheiße? Go! Gesprächsführung. Was haben wir da drin? Streitschlichtung. Ja, so ähnlich. Streitgespräch. Was ist ein Streitgespräch? Ein Gespräch, in dem man sich streitet. Ja, genau. Genau sowas. Weil wir hatten ja diese eine Veranstaltung, die die Dozenten organisiert hatten, die war aber halt nur abends. Ah, die Diskussionsveranstaltung. Genau. Und das fand ich richtig gut, wo wir, da haben wir über aktuelle kirchenpolitische Themen diskutiert. Weil ich finde, in der Vorlesung ist natürlich nicht immer Platz dafür, der Dozent muss ja auch Fachwissen vermitteln. Aber wir haben so wenig diskutiert im Theologiestudium, nur privat dann halt oder bei dieser freiwilligen Veranstaltung. Aber ich finde, man muss ja voll Sprachweg dafür werden, auf der einen Seite sich mit anderen Theologen auszutauschen und verschiedene Meinungen zu diskutieren, auf der anderen Seite auch irgendwie sprachfähig zu sein, mit anderen zu reden, die jetzt aus welchen Gründen auch immer die Kirche nicht mögen. Ja, also es geht eigentlich weniger ums Streiten und mehr ums Diskutieren. Ja, ja. Aber diskutieren wusste ich jetzt nicht, wie ich es malen soll. Aber ja, genau. Also ums, genau. Also weil wenn man diskutiert, sieht man nicht immer so unglücklich aus wie die beiden. Jetzt sehen sie aus wie der Joker. Jetzt sehen sie noch böser aus. Komm, es wird nicht besser. Oh, jetzt sehen sie richtig böse aus. Oh Gott, ja. Fernsehen gucken? Radio. Das ist ein Radio, komm schon. Achso, Glaube, Glaubensliebe kommunizierst du über Radio und Fernsehen. Lass dich mal gelten. Ich weiß die Lösung, aber ich bin verwirrt. Und Kommunionausteilung, Abendmahl, Beerdigung machst du. Aber warum ist deine Hostie? Ja, das ist Erstkommunion, Vorbereitung auf Sakramente. Und beerdigen und generell halt in der Kirche arbeiten. Nee, das ist saudum, da hätte ich wirklich drauf kommen können. Es tut mir leid. Genau, also ich arbeite mit halber Stelle beim Saarländischen Rundfunk und bin dafür die Glaubenskommunikation in Radio und Fernsehen zuständig. Und mit zweiter halber Stelle in der Pastoral, wo ich Menschen auf Sakramente vorbereite oder beerdige oder Gottesdienste feiern, was alles, was man halt in der Kirche so macht. Jetzt habe ich schon das ganze Plakat voll gemalt, ne? Macht nichts. Weiß ja jeder, was ich mache. Go! YouTube. Twitter. Insta. TikTok. Und was ich noch mache, ist Schreiben. Redigieren. Schreiben ist gut für evangelisch.de. Genau. Katholisch.de. Das sieht ein bisschen nicht so aus wie unser Logo, aber macht nichts. Ja. Ich hätte mal hier reingucken sollen. Die Luisa hat nämlich so ein Hilfsbuch mitgebracht. Vielleicht kann ich hier rausfinden, wie man Dogmatik gescheit malt. Ich glaube nicht, dass das da drin ist. Das heißt, wie schön, dass du bei mir bist. Oder? Ja! Habt ihr noch Fragen zu unserem Theologiestudium? Dann schreibt die gerne in die Kommentare. Die Luisa ist immer eine WhatsApp-Nachricht weit weg von mir. Und ich kann sie auch kontaktieren, wenn eure Fragen explizit an sie gehen, dass sie die euch in den YouTube-Kommentaren beantwortet. Mhm. Sag ich jetzt vor der Kamera, damit du nicht Nein sagen ja, kannst. Ja, ist mir schon aufgefallen. Ja. Ist auch schon spät, deswegen gute Nacht. Wieso sagst du denn gute Nacht?